Hallo Leute und herzlich willkommen zur ersten Lektion des Booking-Kurses. Hier möchten wir mit euch zusammen durchgehen, wie ihr eben an eure ersten Gigs kommt und damit ihr vor allem auch genau wisst, was es alles für Möglichkeiten gibt, welche verschiedenen Gigs es denn so gibt, haben wir mal hier für euch eine Übersicht der typischen Gigs, auf denen eben DJs oft gefragt werden und wie ihr da vielleicht am besten eben auch dann an den Slot rankommt. Erstmal zu den Klassikern. Als Mobile DJ, haben wir ja sogar schon in unserem allerersten Kurs besprochen, bist du verstärkt auf Hochzeitsfeiern, Firmenfeiern und ähnlichen einmaligen Veranstaltungen unterwegs. Bist hier vor allem ortsunabhängig, eben gehst immer wieder dorthin, wo die verschiedenen Veranstaltungen sind. Und hier ist vor allem eine Langzeitplanung besonders wichtig, denn hier geht es ja nicht einfach nur darum, dass du Musik spielst vor Publikum, das du mehr oder weniger eh schon kennst, weil der Laden einen gewissen Ruf hat oder eben sowieso klar ist, dass in dieser Location nur diese Musik läuft. Hier bist du eben oft in Locations, die eigentlich gar keine klassischen Feier-Locations sind, sondern vielleicht teilweise sogar eben Tagungen auch abgehalten werden und so weiter. Es ist eben kein klassischer Club. Und insofern ist hier eine Langzeitplanung wirklich wichtig, was den Aufbau und den Ablauf der Veranstaltung angeht, als auch im Prinzip genau dieses Programm, das du auch mitgestalten musst, sehr aktiv als Mobile DJ. Denn neben dem ganzen Aufbau von der Musikanlage, von dem Licht hast du zum Beispiel auch noch andere Aufgaben wie Moderation, eventuell sind Spiele geplant oder auch solche Programmpunkte wie der Hochzeitstanz. Also hier gibt es wirklich einiges zu beachten und das solltest du mit den Veranstaltern viel und genau auch darüber sprechen, was sie sich denn vorstellen und das mit dem abgleichen, was du auch liefern kannst sozusagen. Und dann solltet ihr natürlich auch ziemlich konkret besprechen, wo man sich dann trifft und das Ganze am besten auch noch irgendwo schriftlich festhalten. Es kann ja sein, dass du am Anfang des Abends eben erstmal so für die Hintergrundmusik verantwortlich bist, die Veranstaltung geht langsam los und dann kommt es bei einer Hochzeit eben zu den ersten Tänzen und vielleicht auch erst nach einigen Stunden, schon gegen Ende des Abends, bist du wirklich alleine dann für die Unterhaltung verantwortlich und sollst da dann nochmal eine richtige Party draus machen. Also das ist hier sehr variabel und insofern solltest du dich genau informieren, was wann gewünscht ist, damit du dich auch genau darauf einstellen und vorbereiten kannst. Wenn es eben diverse Spezialwünsche gibt, wie ein ganz bestimmtes Lied zum Hochzeitstanz oder bestimmte Gäste haben Programmpunkte überlegt, die sie einbinden wollen, wo es sich noch abzusprechen gilt. Oder eben es sollen genau bestimmte Spiele gespielt werden, die du auch eben leitest, anmoderierst. Und hier gibt es eben viele Sachen, die konkret genau abgesprochen werden sollten, damit hier kein Chaos entsteht am Abend und alle im Prinzip sehr unvorbereitet dann auf einmal dastehen. Wenn zum Beispiel auch extra Wünsche in Richtung Equipment gestellt werden, dass vielleicht noch eine Nebelmaschine gebraucht wird oder du nicht nur die Beleuchtung direkt am DJ-Pult machst, sondern auch generell den ganzen Raum ausleuchten sollst, sind das natürlich auch wichtige Dinge, denn eventuell musst du auch noch von Technikverleihern hier Equipment beziehen, was über dein Repertoire hinausgeht. Auch gibt es oft Überraschungen, die mit dem Brautpaar zum Beispiel gar nicht abgesprochen sind. Und hier musst du dich dann natürlich nicht mehr nur noch mit den eigentlichen Veranstaltern auseinandersetzen, sondern auch noch mit mehreren Parteien. Und das ist auf jeden Fall eine besondere Herausforderung. Dafür bekommt der Mobile DJ in der Regel auch verhältnismäßig hohe Gagen und hat hier natürlich aber trotzdem einen höheren Aufwand an Material, Zeit, Energie, um das Ganze zu organisieren. Ja, die Bar oder Kneipe kennt man natürlich, da ist der DJ weniger im Vordergrund. Hier wirst du meistens eher für die Hintergrundbeschallung zuständig sein, denn in den meisten Bars sitzen oder stehen die Leute, unterhalten sich viel. Ab und zu gibt es vielleicht noch einen kleinen abgetrennten Bereich, wo auch Leute tanzen können und vielleicht passiert es sogar so, dass es im Prinzip keine Tanzfläche gibt, aber du es trotzdem schaffst, die Leute zum Tanzen zu bringen. Hier ist natürlich generell alles möglich, insofern es auch von den Besitzern
des Veranstaltungsorts gewünscht ist. Aber in der Regel dienst du eher dazu da, eben um die Leute generell zu unterhalten, aber eher im Hintergrund natürlich. Die Leute sollen sich wohlfühlen und nicht ausflippen. Insofern sei hier mit der Liedwahl vorsichtig. Natürlich sollst du eben die Leute ja schon animieren, insofern, dass sie einen tollen Abend haben und wirklich Spaß haben. Aber nicht so, dass du übers Ziel hinausschießt und mit der BPM-Zahl oder mit dem Genre auch insofern übertreibst, dass die Leute sich eben fragen, sind wir jetzt hier eigentlich noch in der Bar oder auch schon im Club? Die Musik sollte logischerweise passend sein zur Location. Also das kriegst du ja meistens sehr schnell raus, eben welches Genre diese Kneipe normalerweise bedient und auch welches Publikum sich dort rumtreibt. Insofern du dich ja da beworben hast, solltest du das auf jeden Fall vorher schon mal in Erfahrung gebracht haben. Oder insofern die Veranstalterseite auf dich zugekommen ist, solltest du dich auf jeden Fall auch darüber informieren. Denn wenn das Ganze hier nicht passt zur Szene, die dort herrscht, tust du dir auf jeden Fall keinen Gefallen. Von der Set-Time her wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass du den ganzen Abend spielst, denn gerade Bars haben oft auch nicht so viel Budget für DJs und natürlich wird es auch vom Publikum weniger gewürdigt, ob da jetzt ein, zwei, drei DJs auflegen, denn eben der DJ ist ja eher für die Hintergrundbeschallung zuständig. Und insofern stell dich auf jeden Fall hier darauf ein, auch mehrere Stunden hinterm DJ-Pult zu stehen und das Ganze meistens eben leider auch ohne, dass die Leute anfangen zu tanzen. Aber ein Gig in der Bar ist auf jeden Fall auch eine coole, entspannte Sache. Du kannst dich ja meistens auch noch mit einigen Leuten unterhalten, hier eben selbst was trinken. Auch für Anfänger-DJs oder welche, die noch nicht so lange dabei sind, ist es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, hier erste Schritte zu machen und erste Erfahrungen in der Gastronomie zu sammeln. Den Club oder die Disco kennt man natürlich selbst auch vom privaten Weggehen und ist natürlich auch von den meisten DJs das Ziel, wo es später mal hingehen soll. Hier wirst du natürlich dann der Alleinunterhalter sein, jedenfalls für die Zeit, in der dein Set stattfindet. Die Gäste sind natürlich definitiv zum Feiern da. Insofern gib hier auf jeden Fall Gas und unterhalte die Leute gut. Hier ist es ähnlich wie bei der Bar. Das ist ja meistens Szenepublikum. Insofern mach dich schlau, welche Musik normalerweise gespielt wird. In der Regel musst du das gar nicht, weil du eben schon so gut Bescheid weißt. Oft möchtest du ja genau in den Clubs spielen, in denen du selber auch mal Gast warst, wenn du hier noch relativ am Anfang stehst. Und wie wir auch schon in unserem allerersten Kurs besprochen haben, solltest du hier schon viel gewesen sein und den Abend auch schon in- und auswendig kennen. Insofern sollte das eigentlich keine Herausforderung darstellen, die Musik eben an das Publikum anzupassen und typisch für die Location zu gestalten, aber eben vielleicht trotzdem etwas ein wenig anders zu machen, dass du hier dein Alleinstellungsmerkmal hast und eben dem Publikum auch etwas Abwechslung bietest. Es kann sein, zum Beispiel gerade eben in Diskotheken, dass du auch noch für die Moderation verantwortlich bist und die Leute eben etwas animieren sollst. In den typischen Szeneclubs wird es eher weniger der Fall sein, aber in der Regel ist deine Aufgabe natürlich auf jeden Fall, Musik zu spielen, Musik so zu spielen, dass sie tanzbar ist und dass die Leute ordentlich animiert werden, sich auszutoben. Das waren natürlich jetzt erstmal die Klassiker. Jetzt kommen wir noch zu einigen Spezialveranstaltungen, zum Beispiel eben das Festival. Das Festival ist eine tolle Möglichkeit, um eben seiner Karriere einen großen neuen Schub zu verleihen. Denn der Impact von so einem Festival ist ziemlich groß. Meistens haben Festivals eine sehr große Reichweite. Insofern hast du hier tolle Promotion-Möglichkeiten. Du stehst auf großen Plakaten, Flyern, auf der Website und Veranstaltungen in Social Media. Hast hier also eine große Reichweite, das ist sehr positiv. Du musst leider dann wahrscheinlich Abstriche von der Gage her machen, es sei denn, du bist schon ziemlich groß und bekannt. Aber hier geht es natürlich auch eher darum, jetzt seine Karriere aufzubauen. Und gerade wenn du eben noch keine große Bekanntheit hast und hier bei Festivals eventuell auch sogar selbst anfragst, dann wirst du hier wahrscheinlich vielleicht sogar für Umme auflegen müssen oder eben für eine relativ geringe Gage. Denn bei Festivals sind die Fixkosten an sich, die Ausgaben auch der Veranstaltung extrem hoch. Weswegen DJs hier in der Regel keine exorbitanten Gagen bekommen, es sei denn eben, du bist ein großer, bekannter Star-DJ, der
eben auch als Headliner hier dient. Aber dann wärst du wahrscheinlich ja nicht hier im Kurs. Und insofern ist es auch überhaupt nicht schlimm, dass du etwas weniger Gage bekommst. Du kannst vielleicht sogar eben noch das ganze Wochenende dort verbringen auf dem Festival und hast eben eine große Reichweite und auch eben was du in deine Vita packen kannst, denn eben so ein großes Festival ist doch auch ein Aushängeschild und kannst du so wieder als Argument nutzen für andere Gigs. Ohne Booking-Agentur kann es unter Umständen schwierig sein, hier reinzukommen, denn gerade so Festivals bekommen natürlich extrem viele Anfragen. Und insofern, wenn du in einer Booking-Agentur bist oder überlegst, eben dich bei einer zu bewerben, dann kann das auf jeden Fall auch nicht schaden, wenn es hier um die Vermittlung von Gigs auf Festivals geht. Unter Umständen gibt es sogar auch noch ein Newcomer-Voting hier und da. Das ist keine Seltenheit und natürlich auch eine gute Möglichkeit, wenn du bis jetzt noch nichts nutzen konntest in Richtung Booking-Agentur oder irgendwelche Kontakte, dass du hier dann reinkommst. Ja, insofern mach dich mal schlau, ob es da eine Möglichkeit gibt. Und auf sowas kann man sich natürlich immer sehr gut vorbereiten, um die Chancen deutlich zu erhöhen, hier auch eben an diesen begehrten Slot zu kommen. Wenn du es geschafft hast, eben einen Gig zu bekommen, dann klär dir hier die Anfahrt, auch Dinge wie dein Rider, was brauchst du an Technik, was brauchst du eben an Versorgung für dein leibliches Wohl, ist die Übernachtung möglich oder kriegst du einfach nur ein Wochenendticket und kannst am Festival an sich sonst teilnehmen, musst dich aber selbst eben ums Camping kümmern, auch schon geschehen. Und was es eben sonst noch alles zu klären gibt rund um deinen Gig, was musst du vorher machen, wie soll der Gig an sich aussehen, gibt es da Vorgaben? Und wenn du ankommst zum Beispiel, solltest du dir auch deinen Artist-Ausweis besorgen, weil sonst kommst du natürlich nicht in den Backstage oder eben in diese Bereiche, die nur für Artists eben geeignet sind. Da brauchst du deinen Perso normalerweise. Und das ist natürlich ganz wichtig. Du willst ja auch später auf die Bühne kommen, um deinen Auftritt zu rocken. Ja, wenn du denn auf der Bühne bist und vor deinem hoffentlich großen Publikum stehst, dann ist hier der erste Eindruck wirklich sehr wichtig. Du solltest mit deinen ersten Tracks schon die erste Reihe und natürlich auch der Kern des Publikums wirklich die Leute ansprechen und mitnehmen, dass die begeistert sind. Denn wenn du die mal gewonnen hast, dann hast du ja oft noch sehr viel laufenden Verkehr. Viele Leute sind auf dem Festival eben von Bühne zu Bühne unterwegs und wenn die Leute dann sehen, dass bei dir ordentlich was los ist und eben die Stimmung gerade vorne an deiner Bühne sehr gut ist, dann wird es von ganz alleine passieren, dass sich eben der Platz immer weiter füllt und deswegen hier wichtiger denn je als zum Beispiel auch bei einem Club-Gig, wo du vielleicht eben auch 3-4 Stunden auflegst, dass du hier beim Festival, wo du vielleicht nur eine Stunde hast, direkt von Anfang an zeigst, was du kannst und die Leute richtig mitnehmen möchtest. Die Dichte an sogenannten Sure Shots, also Tracks, die definitiv gut ankommen werden und eben meistens auch sehr energiegeladen sind, ist bei Festivals deswegen auch sehr viel höher durch die komprimierte Playtime. Und das solltest du auf jeden Fall auch beachten, denn die Leute wollen hier wirklich ordentlich Gas geben. So ein Festival ist ja auch natürlich da, um die Sau rauszulassen und nutzt das Ganze. Wenn du am Festival ankommst, ist auf jeden Fall auch zu empfehlen, dass du dir von allem jetzt mal einen ersten Eindruck machst, dass du hier schon mal übers Festival läufst, die Stimmung einfängst, dich auch zurechtfindest, am besten auch mit den Acts anfreundest. Das ist natürlich wieder der Punkt Vitamin B und Netzwerken. Es ist ganz wichtig, dass du dich hier mit deinen Kollegen connectest, denn es passiert oft, dass man sich eben Gigs zuspielt. Und du hast keine bessere Möglichkeit als auf einem Festival, dass du so viele andere DJs und Künstler um dich herum hast, mit denen du eben gut netzwerken kannst im Backstage-Bereich. Und deswegen solltest du diese Möglichkeit definitiv nutzen. Ein Auftritt mit einer Band ist auf jeden Fall auch nochmal was anderes. Wir reden jetzt hier von einem Auftritt mit einer Band, wo du dich mit der Band abwechselst. Also kein Zusammenspielen mit einem Musiker, sondern eben ein wechselnder Programmpunkt. Wenn du am Abend ankommst oder am besten sogar schon im Vorhinein die Möglichkeit hast, Kontakt mit der Band aufzunehmen oder sich generell über die Band schlau zu machen, dann solltest du das nutzen.
klär direkt den Stil der Band ab, was spielt die Band üblicherweise und im genaueren Detail vielleicht sogar noch die Setlist eben, wie ist die Reihenfolge, was passiert wann, wo werden die Pausen gemacht und markier dir das vielleicht in deinem Plan, wenn die Setlist dir geschrieben wird oder zum Beispiel du machst dir selber einen Plan. Versuche hier auf jeden Fall gut strukturiert vorbereitet zu sein, denn eben an so einem Abend kann es dann schon mal sehr schnell und chaotisch zugehen und deswegen solltest du hier gut vorbereitet sein. Definitiv natürlich auch immer wieder rechtzeitig am DJ-Pult sein, am besten eben mindestens ein Lied vor der Pause, denn bei Bands ändert sich auch gerne spontan mal was von der Reihenfolge her oder vom Programmpunkt, was auch immer. Die Interaktion mit dem Publikum ist natürlich auch sehr variabel und insofern immer rechtzeitig am Pult sein. Wenn du eben eher als Pausenfüller da bist, dann solltest du schauen, dass du mit der Lautstärke als auch mit der Geschwindigkeit oder zum Beispiel auch eben mit dem Energielevel der Musik hier ein bisschen runterfährst, dass die Leute schon immer noch unterhalten werden, aber natürlich ganz klar ist, dass die Band jetzt hier der Headliner des Abends ist. Falls du im Prinzip der Pausenfüller in dem Sinn bist, dass die Band eben einfach mal eine Pause braucht zur Erholung, aber die Leute hier an sich schon weiter Party machen sollen, dann ist natürlich wichtig, dass du hier auch direkt an das Programm der Band anschließt. Spiel natürlich logischerweise keine Tracks, die die Band noch spielen wird oder schon gespielt hat. Das macht natürlich keinen Sinn, aber definitiv sich ziemlich genau an der Geschwindigkeit, an dem Stil, eben an dem Energielevel der Band zu orientieren und hier nahtlos anzuknüpfen, damit eben keine wirkliche Pause entsteht, sondern einfach nur die Band sich mal erholen kann und die Leute aber trotzdem im Publikum weiter Gas geben können. Wenn es eine gewisse Szene ist und keine Coverband ist, die eben generell einfach querbeet spielt, dann solltest du dich logischerweise auch vom Genre her eben da einordnen. Und wenn es eine Coverband ist, ist es umso wichtiger, dass du dich vorher über die Setlist informiert hast, denn bei einer Szeneband spielt vielleicht die Band nur ihre eigenen Lieder oder eben ein sehr eingegrenztes Repertoire. Bei einer Coverband kann im Prinzip alles passieren. Insofern wirklich wichtig, dass du hier die Setlist genau kennst, dass es zu keinen Überschneidungen kommt. Der Gig an Silvester ist für viele DJs was ganz Besonderes, denn das ist natürlich mit die größte und längste Party im Jahr. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, hier eine große Gage auszuschreiben, weil du eben an Silvester eben auch zum Spielen zur Verfügung stehst. Und deswegen hier auf jeden Fall ein ganz besonderer Abend. Der Abend beginnt auch meistens sehr früh, denn viele Leute sind schon sehr schnell am Abend unterwegs und suchen deswegen eine Location, wo sie hingehen können. Wobei das Publikum auf jeden Fall sehr gemischt sein wird. Denn viele Leute gehen an Silvester feiern, die vielleicht gar nicht mehr so oft feiern gehen, weil sie zu alt sind, weil es ihnen nicht mehr so viel Spaß macht, warum auch immer. Aber Silvester ist eben ein Event, wo auch viele Leute weggehen, die normalerweise nicht mehr weggehen. Oder es kommen auch Leute in deinen Club, die normalerweise auch nicht so zum typischen Stammpublikum gehören. Deswegen solltest du dich darauf auf jeden Fall einstellen und vielleicht etwas breiter aufgestellt sein. Und dann hast du die Möglichkeit, dein Publikum bis Mitternacht schon zum ersten Höhepunkt zu bringen, sozusagen. Also kurz bevor dann der Jahreswechsel stattfindet, wollen die Leute klar schon mal richtig feiern. Und wenn dann die Pause ist, also eben der Jahreswechsel, gehen viele Leute vor die Tür oder insofern ihr schon draußen seid, spielt natürlich trotzdem erstmal das Feuerwerk hier eine übergeordnete Rolle. Vielleicht läuft ein bisschen Musik im Hintergrund, vielleicht hast du sogar einen bestimmten Track, den du um genau 0 Uhr spielen möchtest, den musst du natürlich vorbereiten. Ansonsten solltest du mit deinen DJ-Künsten wahrscheinlich erstmal ein wenig in den Hintergrund treten. Und wenn es dann so nach einer halben Stunde langsam wieder vorbei ist mit dem Feuerwerk und die Leute wieder zurückkommen, weil es vielleicht ja auch eben kalt ist, dann ist es wichtig, dass du hier im Prinzip zum nächsten Höhepunkt ansetzt, denn der Abend ist natürlich noch lang nicht vorbei. Und hier ist es jetzt wichtig, dass du die Leute im Prinzip von der Pause wieder einfängst. Der Abend, oder vielleicht kann man schon morgen sagen,
wird dann eben sehr lang. Von daher solltest du auf jeden Fall vorsichtig sein mit Alkohol, denn da wird der Veranstalter logischerweise wenig begeistert sein, wenn du dann schon um 3, 4 Uhr irgendwann schlapp machst und die Gäste aber eigentlich trotzdem noch bis 6, 7 Uhr morgens oder vielleicht sogar noch länger feiern wollen. Deswegen sei hier auf jeden Fall noch besser vorbereitet als sonst, im Prinzip körperlich oder auch, dass du eben nicht so viel Alkohol trinkst, denn das wäre auf jeden Fall blöd, wenn es hier am wichtigsten und längsten Abend des Jahres dann noch schief geht. Dadurch, dass es länger geht, kannst du auf jeden Fall auch höhere Gagen ausschreiben. Das wissen die Location-Besitzer auch. Insofern darfst du hier ein bisschen über dein übliches Niveau gehen. Auch wenn du eben die Location schon kennst, wirst du hier niemanden eigentlich vor den Kopf stoßen. Aber übertreib's auch nicht, denn du bist natürlich nicht der einzige DJ, der an Silvester auflegen möchte. Und insofern sollst du hier dir nicht dein eigenes Grab schaufeln. Bleib realistisch, aber du darfst auf jeden Fall doch etwas aufschlagen. Der DJ-Contest ist nochmal was ganz anderes. Hier ist ja, wie der Name schon sagt, das Ganze ein Wettbewerb und keine klassische Veranstaltung, wo du ein Publikum zum Tanzen unterhältst oder eben vielleicht für die Hintergrundmusik zuständig bist, sondern hier ist es eher wie eine Performance im Prinzip, wo du ja in ziemlich kurzer Zeit eben was Besonderes darbietest und dich so mit deinen anderen Kollegen misst. Wir haben hier mal einige große aufgezählt, zum Beispiel den DMC DJ Championship, die gibt es weltweit oder länderspezifisch. Da musst du dir einfach mal schauen, wo du vielleicht einsteigen möchtest. Du brauchst aber zum Beispiel einen Sieg in deinem Land, um dann auch weltweit zugelassen zu werden. Außerdem die IDA, die International DJ Association, trägt auch immer mal wieder DJ Contests aus. Es gibt von Red Bull den Freestyle Contest und natürlich auch ganz viele Online-Turniere von wem auch immer, seien es jetzt vielleicht Clubs, Labels oder besondere Internetseiten von Magazinen, die im DJ-Bereich aktiv sind. Ist egal, aber es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Die ersten drei sind auf jeden Fall die größten und renommiertesten. Hier zu gewinnen ist auf jeden Fall auch kein Zufall. Diese Leute üben jahrelang. Der Schwerpunkt liegt ja hier auf dem Turntablism. Also es geht hier nicht einfach darum, Musik aneinander zu reihen, sondern wirklich was Besonderes darzubieten. Eben, das ist ja eine eigene Kunstform. Von daher nimm das auf keinen Fall auf die leichte Schulter. Und wenn du dich hier bewirbst, solltest du auch definitiv schon einige Zeit am Turntable verbracht haben oder generell mit dem, was du darbieten möchtest, dich schon einige Zeit beschäftigt haben. Die Leute, die eben hier gewinnen und was reißen, die machen das nicht zufällig. Wenn du dir diese besonderen Skills angeeignet hast und hier über diesen Vorentscheid hinweggekommen bist, dann hast du es natürlich noch längst nicht geschafft. Am besten setzt du hier erst dann noch eine Schippe drauf und dann heißt es wirklich üben, üben, üben. Tag und Nacht, wenn man dich nachts aufweckt, musst du schon direkt aus dem Stand wieder deine Skills abrufen können. Das Ganze muss im Prinzip blind laufen, denn deine Konkurrenz wird mit Sicherheit bestens vorbereitet sein. Und insofern du es schaffst, dich gegen diese Konkurrenz durchzusetzen, hast du hier auf jeden Fall auch ein ganz, ganz großes Goal erreicht als DJ, was du immer wieder auch für Bewerbungen nutzen kannst, was du in deine Vita packen kannst, dass du hier diesen Contest mal gewonnen hast. Das ist natürlich vor allem eher für Hip-Hop-DJs jetzt hier interessant und eben wenn du dich dann auf Festivals oder in Clubs bewirbst, dann ist es natürlich oft so, dass du diese Styles hier gar nicht abrufen musst, aber auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr gutes Aushängeschild und an sich natürlich über den Contest bekommst du auch sehr viel Promo, weil du als Sieger ja groß announced wirst und von daher solltest du diese Möglichkeit nutzen, insofern du dich für diesen Bereich sehr interessiert. Newcomer-Wettbewerbe ist natürlich ähnlich wie der DJ-Contest eben auch ein Wettbewerb, aber hier geht es jetzt weniger um besonders herausragende Skills, wobei du natürlich trotzdem, wenn du welche hast, diese vorweisen sollst, dass du auch diesen Wettbewerb gewinnst, aber eben hier liegt der Schwerpunkt ja meistens dann auf dem Auflegen und nicht auf dem Turntablism.
Von daher, wenn du hier gewinnst, ähnlich wie bei dem anderen DJ-Contest auch, wirst du die Möglichkeit haben, eventuell Folge-Gigs zu spielen in dieser Location oder für diesen Veranstalter. Du kannst auf jeden Fall dann auch noch wieder sehr gut netzwerken, dich mit Gleichgesinnten verbinden, die vielleicht auch noch recht am Anfang ihrer DJ-Karriere stehen. Und deswegen solltest du das auf jeden Fall nutzen. Hier kann man sich gegenseitig noch hochhelfen und eventuell auch dann aushelfen bei den Gigs, dass man sich in den einen Laden reinholt und der andere revanchiert sich dann wieder und bietet hier eben auch einen Platz an. Um deswegen nicht zu unterschätzen. Natürlich haben Newcomer-Wettbewerbe auch so einen gewissen Anfänger-Touch eben, dass du dich ja auch als Anfänger outest. Aber wenn du das Ganze clever anstellst und gut vermarktest, dann ist es auf jeden Fall kein Eigentor und eine gute Möglichkeit, erste Erfahrungen zu sammeln, erste Kontakte zu bekommen. Und eben tollerweise auch noch, wenn du gewinnst, hier vielleicht ein Residency zu bekommen oder einfach generell noch weitere Bookings. Was du beachten solltest, ist, dass dein Bewerbungsset oder dein Bewerbungsvideo, was auch immer du einreichen musst, wirklich sitzt. Da musst du top vorbereitet sein und da darf nichts mehr dran sein, was man irgendwie als Fehler identifizieren kann, denn du hast die Chance hier eben nur einmal. Selbst wenn der DJ-Contest nochmal ausgerufen wird, wirst du vielleicht auch gar nicht mehr angehört, weil man schon weiß, der hat gar nichts auf dem Kasten. Wie auch immer, du kannst beim Gig selber vielleicht mal Fehler machen, die wird dir jemand verzeihen, denn hier ist das Ganze ja live. Aber eben dein Bewerbungsvideo, dein Bewerbungsset muss stimmen. Das muss wirklich top sein, einwandfrei. Die letzte Möglichkeit noch an Gigs zu bekommen ist die Open Stage. Also im Prinzip, wie man es vielleicht auch aus anderen Bereichen der Musik kennt, für Musiker, die vielleicht dann einfach sich mal spontan ans Klavier setzen. Oder eben du als DJ hast in einer Bar vielleicht die Möglichkeit, dass hier ein kleines DJ-Pult bereitsteht. Oder wenigstens die Möglichkeit, dass man ein kleines DJ-Pult kurz aufbaut und du dich anbietest, relativ spontan hier mal die Musik zu machen. Es ist insofern recht entspannt, dass es hier im Prinzip keine Konkurrenzsituation gibt, denn diese Läden haben meistens dann keinen klassischen Residency oder generell ist auch der DJ dann hier meistens nicht so im Vordergrund. Aber auf jeden Fall ist es eine gute Möglichkeit, erste Schritte hier in die Gastronomie zu machen, wieder eben Kontakte zu knüpfen und auch Erfahrung schon mal vor Publikum zu sammeln. Denn wenn du ganz am Anfang deiner Karriere bist, dann wird mit Sicherheit auch sowas schon für dich was Besonderes sein, was dich vielleicht auch in eine kleine Stresssituation bringt. Und hier kannst du auf jeden Fall viele Erfahrungen sammeln. Und wenn du es schaffst, dann den Besitzer der Location von dir zu überzeugen, kann er vielleicht auch wieder für dich etwas vermitteln. Oder an anderen Abenden, wo der DJ dann wirklich wichtig ist, hast du hier die Möglichkeit, wieder nochmal dich zu beweisen. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, darfst du uns gerne eine E-Mail schreiben. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.